Ja, hallo, ich bin René vom Waffenmann die Bäcker und mitgebracht habe ich heute eine halbautomatische Pistole aus dem Hause SIG Sauer. Eine schöne, kompakte, aber schauen wir uns die Waffe einfach mal gemeinsam an. Ja, dann haben wir zur Waffe, die kommt hier in so einem Köfferchen, ganz typisch für SIG Sauer. Dann haben wir einmal die Waffe selbst. Ein zweites Magazin mit einer einfachen, aber funktionalen Ladehilfe. Zwei weitere Rücken, Griffrücken. Hier einmal die Größe L und die Größe S. Die Größe M ist montiert. Aufkleberchen von SIG, ein bisschen Werbung und eine ganz einfach gehaltene Bedienungsanleitung. Aber so eine Pistole ist ja auch kein Hexenwerk. Ja, in der Hand halte ich hier eine halbautomatische Pistole von SIG Sauer, die P365X Makro Comp in Schwarz. Wie gesagt, eine halbautomatische Pistole, Kaliber 9mm Luger. Das Magazin fasst hier ganze 17 Patronen. Und das finde ich schon bemerkenswert als erste, diese wirklich kleine Pistole und dann 17 Patronen Magazinkapazität. Dann beträgt das Waffengewicht 610 Gramm. Die Gesamtlänge sind nur 168 mm. Visierlänge hier beträgt 130 mm. Lauflänge, werden wir gleich sehen, beträgt nur 3,1 Zoll. Also gerade so zugelassen zum sportlichen Schießen die Waffe. Magazin-Löseknopf hier, gerader Abzug, wie ihr sehen könnt, keine Sicherung. Und was gleich auffällig ist, hier oben so ein eingebauter Kompensator. Und ihr seht tatsächlich, der Lauf hört hier tatsächlich auf dieser Höhe ungefähr, endet der Lauf. Die Waffe ist Optic Ready, passt tatsächlich sehr gut drauf, oder so vorgesehen, das Romeo Zero. Zerlegen wirklich relativ einfach, oder es ist einfach. Seht ihr, jetzt haben wir das Griffstück, ist nichts Aufregendes. Haben wir unsere Schließfeder und den Lauf, seht ihr? Und der ist 3,1 Zoll lang und damit gerade so noch zugelassen zum sportlichen Schießen. Wo sind wir? Geht sehr, sehr stramm. Der Verschlussfanghebel hier finde ich auch relativ klein. Geht natürlich, ganz klar. Aber ich bin es natürlich ein bisschen größer gewohnt und geht tatsächlich schön stramm. Das muss man ganz deutlich sagen. Und ihr habt es gehört, geht natürlich wirklich mit Kraft, schließt die Waffe. Abzug. Seht ihr? Jetzt geht es schwerer. Ne? Druckpunkt. Und jetzt seht ihr, kann ich ein ganzes Stück den Abzug bewegen. Habt ihr es gesehen? Ohne es jetzt gemessen zu haben, ist tatsächlich doch noch einiges. Rückstellweg. Aber ich bin jetzt gleich wieder dran. Seht ihr das? Jetzt habe ich keinen Vorzug nochmal. Seht ihr, bin ich am Druckpunkt wieder. Ja, Abzugsgewicht. Nur mal für uns, keine Laborbedingungen, vollkommen klar. Ich versuche das mal hier tatsächlich, so wie es sein soll, in der Mitte vom Abzug. Und da habe ich hier so 2,5 Kilo. Also Magazin geht wirklich schön raus. Ich finde, sie liegt tatsächlich schön angenehm in der Hand. Erster Eindruck, wo ich sie gesehen habe, ganz schön klein. Aber tatsächlich greift sich wirklich angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch hier unten, ja, auch wenn ihr wie so ein Stückchen fehlt, tatsächlich nicht unangenehm. Grundsätzlich muss jeder selbst wissen, ob die Waffe was für ihn ist. Hängt natürlich von Disziplin ab und für was er die Waffe einsetzen möchte. Aber ich sag mal, Verarbeitung, Haptik, Oberfläche finde ich wirklich super angenehm. Besonders hier die Textur. Ja, hier haben wir also nochmal unsere SIG Sauer P365 Makro Kompakt. Kaliber 9mm Luger und wirklich
Eine sehr, sehr schöne Waffe, liegt gut in der Hand. Ob man und für welche Disziplinen man sie sportlich nutzen möchte oder wo sie tatsächlich gut reinpasst, das müsst ihr am Ende tatsächlich selbst entscheiden. Gefallen tut sie mir optisch sehr, sehr gut. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Tatsächlich genau an der Grenze mit 3,1 Zoll zum sportlichen Schießen gerade noch so zugelassen. Aus meiner Sicht tatsächlich eine Waffe hier mit 17 Patronen, Kaliber 9 mm Luger, bei der Größe tatsächlich wirklich beachtlich. Und ich finde es tatsächlich ansprechend. Abzug, das müsst ihr für euch selbst wissen, das liegt tatsächlich auch in der Disziplin, was ihr schießt. Und hier mit dem Rotpunktvisier vorbereitet für das Romeo Zero von Sig Sauer, tatsächlich eine hervorragende Sache. Also, wenn ihr jetzt Interesse an so einer Waffe habt oder einer anderen und ihr besitzt die entsprechende Westberechtigung, dann können die Waffen sehr, sehr gerne bei uns über den Waffenhandel Beckerl werben. Alle, die wissen wollen, wie es zu schießen, die mal wissen wollen, wie es so ist, mit so einer Pistole zu schießen, ob es so ist wie im Film und Fernsehen oder im Spiel, den empfehle ich entsprechend Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker. Alle angehenden Sportschützen unter euch, da würde ich mich sehr freuen, euch bei entsprechendem Waffensachkundekurs bei uns begrüßen zu dürfen. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.